Jesu für den Vortrag. Hello everyone, my name is Hadi Azid. Hallo alle. First of all, I would like to thank you for being here and thank the CCT for inviting us. It's really we appreciate being able to present. Herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich bedanke mich, dass wir an die CCC kommen durften. Hier eine kleine Übersicht über das Projekt. Our methodology and three case studies as well as our plans for 2017. Wir haben in Türkei dieses Projekt angefangen als Menschenrechtsaktivisten und Rechtsanwälte. Preserve and analyze visual documentation of human rights violations, and the goal is to create an evidence-based tool that can be used for reporting, advocacy, accountability by journalists, human rights defenders and lawyers. Das Ziel ist, ein Archiv zu erstellen mit physischer Beweismaterial für Menschenrechtsverletzungen. The team based in Geneva doing investigations on Syria since 2012. We've been working with them on investigations related to Aleppo since they got the mandate to do this from the Security Council a few weeks ago. We've been also working with Human Rights Watch related to cluster munitions research in Syria, Amnesty International as well, with their digital verification corps team, which is a group of young professionals from Berkeley University and Essex University who are helping us doing in-depth verification. We've been also collaborating with Bellingcat, which is a collective of investigators specialized in the use of open source investigations. We're also working with the Medan on integrating their platform, which is a collaborative verification platform. Also with Witness in terms of improving our methodology and workflow, with Tactical Technology Collective that are supporting us in the development of the collecting infrastructure, as well as, of course, Syrian journalists. Wir arbeiten zusammen mit syrischen Journalisten, mit dem Institut für Gerechtigkeit. Es gab einen großen Sprung being reported by journalists, NGOs who had access to the country into depending more on user-generated content, especially in areas where you can't actually access the country. Journalists and NGOs are banned from reporting. And in the case of Syria, there are more hours of online footage than there are. Im Fall von Syrien gibt es mehr Online-Quellen. Unbekannte Quellen, unbekannte Geschichten. Es gibt drei Probleme, die identifiziert worden sind. Ein Problem davon ist, dass der Inhalt gelöscht wurde. Einmal ist der Inhalt außerdem nicht verifiziert worden. Mit Rechtsanwälten und Human Activists, Menschenrechtsbeauftragten zu arbeiten. Ist das Problem, dass die Daten und die Beweise verloren gehen. Außerdem sind ihre Inhalte auf den sozialen Medien, auf den Plattformen gelöscht worden und nicht mehr auffindbar. Außerdem werden ihre Accounts gehackt und gelöscht. Menschenrechtsorganisationen recherchieren. Und haben Videos auf YouTube veröffentlicht, die nicht mehr vorhanden sind. It's not just us that are
Nicht nur Sie haben das Problem. Auch andere Organisationen berichten von diesen Problemen. Besonders bei den chemischen, beim Einsatz von chemischen Waffen wird von diesen Problemen berichtet. Ein weiteres Problem, das damit verbunden ist, es ist schwierig, das ganze Bild zu erfassen, auch besonders, wenn das Internet abgeschaltet ist und man offline ist. Wenn es online veröffentlicht wird, ist es nicht verifiziert. Dadurch gibt es viele Fake-Informationen, die sind nicht gesichert. Es ist sehr schwierig, das nachzuforschen, denn es gibt wenige Metadaten. Die meisten Reports von Menschenrechtsorganisationen sind nicht im Open-Source-Format. Wir haben versucht, diese drei Probleme zu erarbeiten in verschiedener Weise. Wir haben versucht, ein automatisches Backup-Tool zu erarbeiten. Auch um die Daten-Database online zur Verfügung zu stellen. Da die Inhalte nicht auffindbar sind, versuchen wir mit einem standardisierten Metadatensystem zu arbeiten. Diese Methodologie besteht aus drei Bereichen. Die Sammlung und die Archivierung. Davon gibt es fünf Schritte. Dafür wird eine Liste erstellt mit den jeweiligen Quellen. Diese beinhaltet die jeweiligen Individuen oder Gruppen, Menschenrechtsorganisationen, syrische Bürgerrechtsgruppen. Im zweiten Schritt soll diese Database etabliert werden mit verifizierten Quellen. Dafür wird mit syrischen Journalisten oder vertrauensvollen Journalisten und Menschenrechtsorganisationen aus Syrien zusammengearbeitet. Diese stellen zusätzliche Informationen bereit. Im dritten Schritt wird versucht, eine Standardisierung des Database-Systems zu etablieren. Das UN-Büro für High des Abgeordneten für Human Rights, Menschenrechte, arbeitet damit zusammen. In dem Metadatensystem gibt es verschiedene Kategorien. Im vierten Schritt sollen zusätzliche Metadaten aufgezeichnet werden. Und auch die Origin des Videos, was ein bisschen schwieriger zu identifizieren.
Es werden zusätzlich kontextualisierte Informationen hinzugefügt, wie etwa Standorte, Videos oder Ähnliches. Im fünften Schritt arbeiten Sie an einem daran, Ihre Sammlung an Informationen aufzubewahren, Ihnen Zeitstempel zu geben, um es besser verifizieren zu können. Der zweite Teil der Verifizierung ist die grundsätzliche Verifizierung. Auch dort gibt es wieder fünf Schritte. Eine Methode ist zum Beispiel, das Wetter mit einzubeziehen oder die Quelle des Videos zu verifizieren. Vielleicht gibt es Hinweise vor Ort, die man mit einbeziehen kann. Oder Hinweise von individuellen Journalisten. Wenn sie uns bekannt sind, ist es einfacher. Wenn sie uns nicht bekannt sind, haben wir auch ein System, wie wir sie verifizieren können. Fünf Schritte dienen uns dafür. Grundsätzliche Geolocation. Oder vertiefte Geolocation, um genau die präzise Location festzuhalten und zu vergleichen. Das Datum des Materials. Manchmal gibt es Verwirrung mit dem Upload-Datum und mit dem Filmdatum, wann wurde das Material gesammelt. Da arbeiten wir auch mit den Menschenrechtsorganisationen, um Hinweis zu bekommen. Wir machen das öffentlich in einem Open-Source-Format. Das nennt sich Syrian Archive. In der roten Box sieht man die Art des Verbrechens. Auf der linken Seite sieht man zum Beispiel die gesammelten Videos im Zusammenhang mit dem Vorfall. Wenn es besonders besonders deutlicher Hinweis ist, gibt es eine Warnung. Hier sind Hinweise wie Wetter oder welche Waffen verwendet wurden. Es gibt eine Gesamtkarte. This is all able to be filtered by the type of munition used or the type of investigation that we're doing. For instance, und verschiedene Filter können angewendet werden, um verschiedene Ansichten zu sehen. We've done a number of investigations. So we do this for a couple of reasons. One, we wanted the archive to be used. Wir machen das aus zwei verschiedenen Gründen. Wir wollen die Leute informieren über den jetzigen Stand, was läuft. People like the ICC, people like the UN OHCHR and others. Wir sammeln auch für die Zukunft. Um später Leute zur Verantwortung zu ziehen. Providing us with is legitimate or if they're vouching for it.
that they're making the correct claim. But they also need to trust us that we're using the data for the intended purposes. And it's particularly true when they're sending us information directly. So we have an investigations part of the website, as you can see here. And the first one, dieser Teil der Website kümmert sich um Untersuchungen. Zum Beispiel chemische Waffen. We have geolocated and verified, collected hundreds of visual evidence related to this. Wir haben bereits schon hunderte von Hinweisen und Vorfällen registriert. Seit 2012. Seit dieser Zeit kommen laufend wieder neue Vorfälle in das System und werden verifiziert. Hier sieht man eine grafische Darstellung von den Vorfällen. Besonders Saringas gegen Zivilisten. Das ist ein erst kürzlicher Vorfall. Das ist das Video, das publiziert wurde in Aleppo. After the gas cylinder has been dropped. From this type of images, we try to identify structure of the building to be able to understand. Hiervor versuchen wir zu die strukturellen Schäden festzustellen. Anhand von denen finden wir heraus, was verwendet wurde und in welchen Mengen. Hier ist ein Hinweis, was für ein Produkt verwendet wurde. Were able to identify the structure of the building, as you can see, also the impact site, as has been seen in the videos. Wir konnten auch anhand von den Gebäuden feststellen, was vorgefallen ist. To be able to understand where this actually happened. Und auch auf der Karte die genaue Location feststellen. Exactly where the cameraman is standing. And then by getting a better satellite imagery, we can see the same buildings on the right, the impact site. Und hier ganz nah dran konnten wir ganz genau feststellen, wo und was genau attackiert wurde. Das ist nicht der einzige Vorfall, wo dieses Typus Gas verwendet wurde mit diesen Zylindern. Erst kürzlich wurde auch schon der gleiche Art verwendet. Und ein paar Tage vorher gleich nochmal. Das zeigt uns ein klarer, deutliches Muster, woher diese Tanks kommen und wer sie wohl verwendet. Also, a report that has been published in 2015, proofing that the Syrian government was responsible for the use of. Wir konnten so feststellen, dass die gleiche Regierung verantwortlich war für alle drei Angriffe. Eine andere Untersuchung ist Cluster Munitions. Die Regierung bestritt, dass sie in irgendeiner Weise in diesem Fall zusammenhängen. Ein Report von Russia Today zeigt von dem Hauptstützpunkt, ist deutlich zu sehen, dass diese Gaszylinder verwendet worden sind. Es gibt auch
Es gibt weitere Belege. Journalisten haben zufällig diese Fotos geschossen, auf denen diese Zylinder zu sehen sind. Es gibt weitere Hinweise von Medienaktivisten, auch Human Rights Watch. Bieten Belege über den über die Verwendung von Cluster-Munition. Das dritte Fallbeispiel ist die Geolocation von Luftangriffen. Seit 2013 werden Aufzeichnungen darüber gemacht, über die Luftangriffe in Syrien. Es wird aufgezeichnet, wo die meisten Attacken stattfinden. Eins davon being bombed. It's called Omar ibn al-Khattab, and they were also claiming that it was bombed by a Russian aircraft. Eine Mediengruppe veröffentlichte dieses Video, und es soll von russischen Streitkräften, Luftwaffe, zerstört worden sein. Es gibt Satellitenbilder von dem Ort Mosque und von den Schäden, die angerichtet worden sind. Sie erhielten Fotos von dem Ort durch Journalisten, um nachvollziehen zu können, welche Schäden tatsächlich entstanden sind. Und dann, was wir versuchen, ist, wir versuchen, nach anderen Mosques von close to this area. And we have found this satellite imagery that was posted on a Facebook page of the Justice Shuhur Media. Sie verglichen es mit einem weiteren Satellitenfoto, das auf Facebook veröffentlicht worden ist. Es wurden Abweichungen festgestellt. The drone image with the videos that has been published about the attack. This is one of the videos from one of the sources, Hashim Abdullah, that we worked with him in Idlib. This is another one from other sources, the Justice Shuhur Media Center. And from there, we were able to use Google Earth again to geolocate the actual mosque that was attacked. Sie verglichen es dann mit Google Earth-Bildern, um zu vergleichen, wie das Gebiet wirklich zerstört wurde. And the actual mosque. And we can see this clearer in this footage from Google Earth right now. It's about 1 kilometer away. In einem Kilometer Entfernung. War das tatsächliche Ziel, das angegriffen wurde? The logo of the satellite imagery published by the Russian Ministry of Defense is covering the actual mosque that was attacked. Auch anhand der Signatur im Satellitenbild konnte herausgefunden werden, wo das tatsächliche Mosque ist. Das sind einige Projekte, an denen Sie arbeiten. Sie haben schon Pläne für 2017. That we're using. So these are both platform-based. Right now we're using mostly videos from YouTube, but we also want to incorporate Twitter and Telegram into our database. And also from organizations and individuals, like the Violations Documentation Center, who's doing a lot of really amazing. Sie versuchen weitere Unterstützer in ihr Projekt mit einzubeziehen, auch weitere Plattformen wie Twitter, Telegram. Versuchen eine Kooperation mit den etwa den United Nations und anderen Gruppen herzustellen. And we're looking to develop a toolkit for open source investigations. Open source here meaning information that's publicly available.
But the toolkit itself is also going to be open source, as in it will be on Git and available for comments. So if you have any feedback, please let us know. Yeah. And then lastly, we're looking to develop a platform for collaborative verification. Wir versuchen eine Plattform herzustellen und ein Werkzeug, ein Open Source Werkzeug, damit andere dies verwenden können. Es ist erhältlich auf GitHub. Which is super, super helpful, but for large data sets that doesn't currently exist. So thanks so much for all your time. Vielen Dank für Ihr Zuhören und für Ihre Zeit. Otherwise, we're available afterwards. And if you have any interest in helping or supporting us, you can check us out here at the website. Wenn Sie uns helfen und unterstützen wollen, hier sind die Adressen. Thanks so much. Herzlichen Dank. Nun kommt noch die Fragerunde. Wie kann die genaue Zahl der Vorfälle dokumentiert werden? As a result of the chemical attacks, there are other organizations who are doing so, like the violation documentation. Wir konnten vergleichen mit anderen Organisationen und in Kollaboration konnten wir feststellen, dass wir die gleichen Informationen haben. Werden auch andere Gräueltaten aufgezeichnet? Werden nur die Verbrechen seit 2014 aufgezeichnet. Wir haben Material von 2012, aber wir konnten noch nicht alles verarbeiten. Aber wir haben vor, das noch zu tun. Next question, microphone number 3. Frage. Hi, I just wanted to say that you're doing a great job. It's very important. Großartiger Job. Es ist sehr wichtig. Und bitte macht weiter. Do you have a narrative which brings the facts together in a way? I'm not talking about a factual narrative, but what the different parties involved in this war are saying and what they're claiming about these events. So it's, we know what happened, but what are they saying about it? Do you have that? Gibt es eine Art Analyse? Also um Ihre Frage zu beantworten, nein, wir haben keine bestimmte Narrativ, keine Geschichte, die wir besonders erzählen wollen. Wir wollen einfach das Material zur Verfügung stellen und es klarer darzustellen, damit man besser erkennt, was da ist. Wir hoffen auf die Hacker-Community und auf jedermann, der uns helfen kann und möchte, auch für die technische Infrastruktur, hoffen wir auf Unterstützung. Unsere Toolkits sind nicht sehr schwierig anzuwenden. Ich denke, jedermann könnte sie einsetzen. Wir haben auch einen riesen Stau an Videos, die zu verarbeiten sind. Da können wir auch Hilfe brauchen. Noch eine kurze Frage. Well, we have two questions from RC. One question is, if you work, it's based on the international human rights definition. Wenn ihr nach der internationalen Definition Menschenrechtskonvention arbeitet in Syrien. I'm sorry, can you repeat the question? One user wants to know if your work is based on the international human rights definition by the UN or if your work relies on a special human rights definition defined in Syria. Ist die Arbeit, die Sie tun, mit der UN-Menschenrechtsnorm vereinbar oder mit einer syrischen Menschenrechtsnorm? Some of that is related to also the Syrian code panel, and some of it is not there.
Ich denke, wir verwenden die generelle Menschenrechtskonvention. Allerdings gewisse lokale Gesetzmäßigkeiten müssen wir berücksichtigen. Okay, das war nun der Talk von